Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration mit einem Müsli-Video. Also das Müsli wurde heute Morgen angesetzt mit Jungfrauen aus Gerste und aus Hafer und ein paar buchweißen Körner dazu. Das Ganze wurde eingeweicht und jetzt kommt zu diesem Eingeweichten jetzt noch eine Spinat-Obst. Mischung dazu. Also ich habe großen Spinat gekauft, den großen Beutel. Am Samstag, glaube ich, ja. Und man sieht, der ist noch gut erhalten. Den verschließe ich jetzt und bringe den wieder in den Kühlschrank. Ja, das ist jetzt hier die Nachvertonung deines Sprachkommentars. Ich benutze momentan hier die Musik im Hintergrund von Compressor Works Twang und dann anschließend die nächste Tonquelle ist von Abstoß der Groovemacher. Auch eine MP3, beide Google Free. Also zu dem Spinat kommen jetzt noch der Apfel dazu. Und zu dem Apfel kommt dann noch eine Banane. Das Ganze wird dann durchgemixt und garniert anschließend und untergerührt unter den festen Teich und unter den festen Müsli-Teich. Ja, die Aufnahme findet also heute wieder mit dem Premiere Elements Element 19 statt und die Kameraaufnahme war mit dem Epman mit 720p. Jetzt kam da Maka dazu. Maka ist ein Pulver, das ich kaufe. Soll gut für die Libido sein. Vielleicht mehr Einbildung oder nicht, weiß ich nicht so genau. Ich bin kein Lebensmittelchemiker und kein Ernährungswissenschaftler, kein medizinischer Ernährungswissenschaftler, der also das rückwirken kann auf die Gesundheit. Jetzt drehen wir das zu, nachdem wir etwas Wasser eingefüllt haben und jetzt wird das durchgemixt. Ich hoffe, dass die Hintergrundmusik nicht zu laut ist. Ich muss das gleich mal abhören und dann korrigieren vielleicht. So, jetzt wird das dann rübergegeben. Jetzt brauche ich noch einen Löffel zum Unterkrücken. Unterkrücken, also das heißt, diese Spinat-Apfelmischung wird unter die Biokörner drunter gemischt, die sich schön etwas verfestigt haben, weil ja das Wasser wird aufgesaugt. Und so wird auch die Mischung jetzt etwas fester, sodass ich nachher noch den Behälter hier ausspüle und das dann darüber gebe. Ja, das ist also hier ein Teil meiner Routine, meiner Tagesroutine. Und diesen Müsli esse ich ja jeden Tag. In dieser und einer anderen Variation. Mal mit Spinat, wenn welcher da ist. Und der Korn wechselt auch schon. Also das, was ich als Verzierung da oben drauf mache. Da kommt jetzt das ausgespülte, Inhaltsstoffe aus dem Behälter. Die mische ich jetzt auch drunter, weil das Ganze doch ein bisschen zu fest war. Ja.
Spur gibt es heute wieder Obst, also Banane, dann kommen nachher noch Beeren dazu, zwei Sorten. Ich habe mir Brombeeren gekauft am Samstag. Dann kommen also vier Brombeeren dazu und die restlichen Erdbeeren. Ja, das habe ich heute also schon verzehrt. Das existiert nicht mehr. Also jetzt, wo ich das aufspreche, habe ich diese Portion schon verzehrt. Da sind die Brombeeren. Das sind richtig schöne, große. So große kann man gar nicht pflücken. Vier Stück. Und dann gibt es dazu noch die Erdbeeren, die schneide ich jetzt klein in handliche Portionen und dann werden die darauf verteilt. Und dann gibt es noch ein schönes Schlussbild mit dem allen zusammen. Weil die werden ja sowieso schlecht. Die halten sich ja nur begrenzt und so eine 500 Gramm Packung, die hält nicht so lange. Also wenn ich jeden Tag 2-3 Stück brauche, dann werden ja der Rest schlecht. Ja, das war es ja schon mit der Großaufnahme. Und das war es dann. Und ja, schon mal Tschüss, Leute, macht's gut.